Die riecht auch so komisch. Leute, ich bin richtig enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht. Hallöchen, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einem neuen spontanen Unboxing. Sieht man da jetzt ernsthaft den Wäscheständer? Egal, ich kann es nicht ändern. Man sieht jetzt diesen Wäscheständer da hinten. Egal. Ich war heute bei Rossmann, ihr Lieben, und ich habe den neuen Adventskalender von Isana. Und ich glaube, der hat noch keiner hochgeladen. Deswegen dachte ich mir so, auch wenn es jetzt schon sehr spät ist, ich öffne den jetzt zu euch. Ich öffne den jetzt gemeinsam mit euch zusammen. Okay, es fängt schon wieder wunderbar an. Aber ihr kennt mich. Egal, ich lasse es drin. Ich bin sehr gespannt. Es gibt auch, wenn ihr euch den kauft, der kostet übrigens 15,99 € oder so. Da gibt es auch hinten einen ganz schlauen Zettel, den gucke ich mir jetzt schon mal an. Und da steht nämlich schon drauf, was wo ist. Ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, was in diesem Adventskalender drin ist und ob das sich lohnt, dann würde ich sagen, bleibt einfach dran. Wir legen los und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn du Bock hast auf meine verpeilte, dusselige Art, es passieren immer wieder Pannen in meinen Videos, keine Ahnung warum. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir legen los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Unboxing. Ja, da fangen wir mal an mit der Nummer 1. Und in der Nummer 1 befindet sich eine Bodylotion. Die soll sogar glitzern. Ach, selbst mein Handy will... Ach, meine Kamera will um die Uhrzeit nicht. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. So, so sieht die aus. Und wenn die glitzert... Ey, wenn die Kamera das jetzt jedes Mal macht, dann kriege ich echt einen Föhn, ne? Ich glaube, ich hole ich einfach mal ein bisschen näher ran. So... Nee, es gefällt mir gar nicht. Gut, lassen wir es so. Die soll glitzern. Die ist natürlich zu. Die machen wir natürlich auf. Auf dem Boden. Und riechen tut sie gut, aber die glitzert gar nicht. Also ich sehe jetzt hier nichts, was irgendwie glitzert oder so. Okay, naja. Aber sie riecht auf jeden Fall gut und das finde ich schon mal sehr, 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 sehr schön. Dann machen wir weiter mit der Nummer 2. Ach, ich muss, ich und meine Sucherei, ich hoffe, ich suche nicht wieder 8 Jahre, damit ich wieder 10 Jahre schneiden muss. Da haben wir eine Cremedusche. Wahrscheinlich ist das dieselbe Duftrichtung. Oh, ich sag's dir, ne? Einer rastet hier heute noch aus, wenn das jetzt hier nicht funktioniert. Das wird wahrscheinlich gleich riechen. Nee, es riecht, nee, das ist nicht mein Duft. Das riecht nach, was soll denn das riechen? Das riecht voll komisch. Das riecht wie Schokolade. Cremiger Schaum reinigt die Haut sanft. Das riecht voll schokoladig, das ist nicht mein Ding, ne? Naja, wir machen mal weiter mit der Nummer 3. Wo haben wir die Nummer 3 versteckt? Boah, die 15 ist ja voll groß. Die Nummer 3 ist hier. Da gucken wir auch mal schnell rein. Was haben wir da? Was ist das? Ah, das ist eine, ja, ist jetzt nicht gerade hochwertig, aber das ist so ein Buffer für die Fingernägel. Jeder kennt's. Jo, kann man mal machen. Finde ich jetzt nicht so dolle, aber gut. Wir machen weiter mit der Nummer 4. Wo haben wir denn die Nummer 4? Nummer 6, 16, 18, 8. 3 hatten wir, 2 hatten wir. Wo ist denn die 4 versteckt? Ich sag's euch, das Video, hier oben ist die 4. Entweder bespaße ich euch jetzt hier, bis ich die Sachen gefunden habe, oder ich muss wieder elend lang schneiden. Wir haben hier einmal ein Ceramidkonzentrat. Das sind diese komischen Ampullen zum Aufbrechen. Und die brechen wir jetzt aber nicht auf. Aber hier steht drauf, mein Extra-Kick. Wunderbar, dann machen wir weiter mit der Nummer 5. Also ihr seht, ich gehe eigentlich recht schnell durchs Video. Wo haben wir die 5? 5, 5, 5, 5, 10, 16, 22, 7, 3, 9, 5. Wir haben die Nummer 5. Und die Nummer 5 ist eine Fußcreme. Softige Intensivpflege. Sieht einmal so aus, die Verpackung. Also Verpackungen sind hier alle gleich. Die riecht auch so komisch. Also ich bin euch ja ehrlich, das ist nicht mein Duft, ne? Da bin ich jetzt ein bisschen traurig. Jetzt kommen wir zu Nummer 6. Und die Nummer 6 ist ja für mich immer so ein kleines Highlight. Und ich bin mal gespannt, was Rossmann bzw. Isana sich dort einfallen lassen. In der Nummer 6 haben wir... Also ich wünsche mir da echt was Spektakuläres. Wir haben hier einfach ein normales Shampoo.
Ja, ich weiß, das ist kein hochpreisiger Adventskalender. Aber mein Gott, es ist doch Nikolaus. An Nikolaus möchte ich irgendwas anderes haben. Ja, man darf auch mal meckern. Man muss meckern. Ich hätte mir da was anderes gewünscht. Ich weiß, da sind auch noch coole Sachen drin. Die hätte man in die 6 reinpacken können. Bei der Nummer 7 steht drauf, ho, ho, ho. Das sind immer so kleine... Oh, das ist echt groß. Das sind immer so kleine Zettel mit dabei. Und da haben wir eine Handseife. Die ist zu. Machen wir natürlich auf. Die riecht auch so seltsam. Ne. Was ist denn das für ein Duft? Also ich weiß nicht. Also Rossian, falls ihr das Video sehen solltet, was ihr eh nicht seht, aber falls es einer wissen sollte, was soll denn das für ein Duft sein, der schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Dann haben wir hier eine Arganöl-Haarkur in der Nummer 8. Das finde ich ganz gut, weil Haarkuren sind immer toll. Das ist so ein kleines Päckchen und ich glaube, ihr hört meine Waschmaschine im Hintergrund. Ich muss jetzt mal waschen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben schon spät. Wir haben 22.41 Uhr. Ich habe meinem Mann eben geschrieben, der ist unterwegs. Der soll leise sein, wenn er reinkommt, weil ich am Video drin bin. Und kurze Storytime, bevor ich die 9 aufmache. Ich habe mir gestern und heute... Und vorgestern, gestern und heute mein Zeh angeschlagen. Der ist so blau, Leute. Ich glaube, der fällt irgendwann ab. So, dann machen wir weiter mit der Nummer 9. Creme Peeling. Ist auch die gleiche Verpackung. Also ich weiß, auch wenn das hier ein günstiger Adventskalender ist, aber... das ist wieder der komische Duft. Also es gibt vom Duft her wirklich nicht so viel Abwechslung. Naja, wir machen weiter mit der Nummer 10. Die Nummer 10 ist ein, aber ich habe mich eben jetzt in meine Waschmaschine läuft, ein Badebäumchen. Badebäumchen. Man riecht nichts, aber es ist auf jeden Fall die Nummer 10, ein Badebäumchen. Und ich hoffe, das riecht nicht so wie die anderen. Also dann kann ich das überhaupt gar nicht benutzen. Das ist ja ganz seltsam. Die Nummer 11 ist ein Waschgel sanfte Reinigung. Und wir gucken mal auf die Milliliter. Das sind, glaube ich, immer 20 Milliliter. Und wenn das jetzt auch so riecht, dann flippe ich aus. Das riecht auch so. Das riecht wie Schokolade. Warum denn duschen ganz Adventskalender? Warum? Also, die hatten schon bessere, ne? Muss ich euch echt sagen. Also, jetzt kommen wir zur Hälfte. Wir kommen zur 12. Wo hat sie sich versteckt? Bin mal gespannt. Die 15 ist relativ groß. Oh, ich habe das ganze Ding wieder hier demoliert. Die Nummer 15. Wo ist... Quatsch. Die Nummer 12. Who is it? 12, 10, 16, 18, 8, 15, 17, 11. Wo ist denn die... Na, die 11 hatten wir doch gerade. Wo ist denn die 20... Ey, Leute, Mann, ich hätte was getrunken. Wo ist denn die Nummer 12? Hat die sich denn versteckt? 16, 22? Hä? 14, 20? Wollt ihr mich jetzt hier auf den Arm nehmen oder was? 19, 3, 24, 4, 16, 6. Oh mein Gott, haben die 12 vergessen? Nee, ne? Kann ja gar nicht sein. Ach Gott, ist die 12 klein. Das ist bestimmt wieder, ich wusste, das ist bestimmt wieder eine Ampulle. Wir haben ein Vitamin C-Konzentrat. Das ist wieder so ein ganz kleines Dingelchen. Kritisch. Kritisch. Machen wir lieber weiter mit der Nummer 13. Das ist wieder ein bisschen größeres. Es ist zwar groß, aber es ist wieder so was Kleines hier. Around Cream. Mandelöl. Also da versprechen wir jetzt ein bisschen was anderes. Was sieht man denn eigentlich hier alles im Hintergrund? Ist auch zu. Machen wir natürlich auch auf. Ich schmeiß mal alles hier. Oh, ich glaube. Und das schimmert auch. Die erste Creme riecht richtig gut, aber die schimmert gar nicht. Also müssen wir hier weitermachen. Mal schauen. Ich glaube, das riecht jetzt anders. Jo, damit kann man leben. Muss man aber nicht. Also... Das Einzige, was gut riecht, war die Nummer 1. Warum habt ihr diesen Duft nicht weitergeführt oder verschiedene Düfte reingemacht? Naja, vielleicht werden wir es erfahren. Wir machen weiter mit der Nummer 13. Hatten wir mit der Nummer 14. Nummer 14 ist hier oben. Und lasst mal raten, wir haben hier auch wieder etwas Tolles, Handcreme. 24 Stunden Pflege, 20 Milliliter, ist hier auch wieder zu. Jetzt bin ich irritiert von den Düften hier und hier, aber... Die riecht auch wieder so komisch.
Was ist denn da los? Also dieses Jahr bin ich echt nicht begeistert. Ne? Ich muss euch das ganz ehrlich. Die 15. Die 15 ist riesengroß, meine Lieben. Guck mal, die 15. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die 15 ist hier unten. Das. Ich meine, der Adventskalender ist so riesig. Und in der Nummer 15 haben wir eine Tuchmaske. Tuchmaske, Koffein und Vitamin C. Ich meine, das Packaging ist alles wunderschön. Gefällt mir auch ehrlich richtig gut. Ja, ist mal was anderes als die komischen Polen hier. Dann machen wir weiter mit der Nummer 16. Du musst die Nummer 6 sehen. Nummer 16, wo haben sie sich versteckt? Ich habe schon die 17 im Blick, aber die 16 habe ich noch nicht gefunden. 19, 3, 24, 16. Das ist wieder so eine komische... Das wusste ich. Da haben wir jetzt ein Duschgel. Ich rieche schon gar nicht mehr dran, weil ich weiß ganz genau, wie es riecht. Nummer 16. Nummer 17 war hier unten. Ist auch wieder sowas. Ey Leute, ich bin richtig enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht. Das finde ich echt kacke, ne? Das finde ich echt scheiße. So, Nummer 18 ist jetzt ein bisschen größer. Oh, was haben wir denn da drin? Überraschung steht drauf. Da haben wir wahrscheinlich, ist es so ein Haargummi. Ey, das, hör mal, das sieht aus wie was anderes, ne? Wie aus dem Dings-Kalender, aus dem Ü18-Adventskalender. Ich weiß nicht, ob ich mir das in die Haare machen würde, aber na gut. Ja, das ist in der Nummer 18. Okay, was ist denn in der Nummer 19? Die Nummer 19, lass mich raten, als hätte ich es gewusst. Da ist auch wieder so eine kleine Tube, Gesichtscreme. Ich glaube, da kommen wir riechen dran. Wir riechen dran. Die riecht auch so komisch. Krise. Nummer 20 ist groß. In der Nummer 20 haben wir, wie cool ist das denn, steht da drauf, wie cool. Isana, reichhaltige Augenpads, Koffein und Vitamin C. Das sieht einmal so aus und ist in der Nummer 20. Nummer 21 ist, Trommelwirbel, ein, was steht drauf? Body Milk, riecht die gut? Ich glaube, die riecht auch so. Ich rieche schon nur noch diesen einen komischen Duft. Es riecht wie Schokolade oder so. In der Nummer 22 haben wir... Oh, ist was Größeres. Wartet mal. Da haben wir ein Knisterpflegebad. Farbiges Wasser. Na ja, das ist ja ganz toll. Da freuen sich meine Kinder drüber. Das wollen die bestimmt haben. Und dann die Nummer 23 ist... Bisschen größer. Aha, das ist was anderes. Was ist das? Achso, ich glaube, wenn du die so die Fingernägel machst, ne? Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt. Ihr stoppt so die Finger da rein und dann sind die doch so gespreizt, so. Ich lasse sowieso meine Fingernägel machen, deswegen, ja, ist für mich uninteressant. Und die Nummer 24. Ey, wenn das jetzt so eine Tube ist, ne? Was haben wir in der 24? Nee, ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Da sind einfach so Glitzersteinchen drin. Meine Kinder hätten sich bestimmt über so einen Adventskalender gefreut. Obwohl selbst die würden sagen, Mama, lass doch jedes Mal das Gleiche drin. Also, ich kann ja jetzt auch... kritisch. Den Spoiler euch zeigen. Seht ihr das alles? Das ist der Spoiler. Also, was heißt Spoiler? Das ist, ach, nee, es tut mir leid, Leute. Finde ich überhaupt nicht gut. Da gab es wirklich schon viel, viel bessere. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren verraten, wie euch der Adventskalender gefällt. Ich weiß, der kostet nur 16 Euro. Aber hey, für 16 Euro hätte ich mir was anderes gewünscht. Egal, ihr Lieben, wir haben ihn ausgepackt. Ich werde das Video so schnell wie möglich für euch hochladen. Kommentiert mal und spart euch das Geld. Spart's euch. Also wie gesagt, ich würde nicht kaufen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den DM-Adventskalender, auf den Balea, ob der sich lohnt. Das werden wir rausbekommen. Bei DM gibt es nämlich aktuell noch keinen Adventskalender. Wie gesagt, die Rossmann hat nun angefangen. Und ich würde sagen, wenn du Bock hast, dann schalte doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen und sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Jetzt aber Schluss.